Barakatu an meine geliebten Geschwister und ein herzliches Willkommen an alle Nicht-Muslime. Wir sind hier in der wunderschönen Stadt des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in der Medina. Und auch befinden wir uns hier gleichzeitig in seiner Moschee. Und wir wollten euch von hier aus einen nützlichen Ratschlag mitgeben. Sei nicht arrogant, du bist nur einer von vielen. Wie viele bilden sich etwas darauf ein, dass sie viel beten oder dass sie eine Sadaqa geben oder dass sie oft fasten und sie denken, dass sie vielleicht etwas tun, was sie zu besonderen Leuten macht. Aber ihr solltet wissen, liebe Geschwister, an so einem Ort seid ihr nur einer von vielen und ihr werdet wirklich die Taten, die die Leute hier machen, ihr werdet sie niemals, niemals nachmachen können. Denn es gibt Leute hier, die nicht mal aufrecht gehen können. Trotzdem, subhanallah, versuchen sie, diese Ibadat zu vollziehen, die normalerweise für sie sehr anstrengend sind. Aber alhamdulillah, Allah gibt ihnen die Kraft. Sie sind nicht einverstanden damit, außer in der ersten Reihe zu beten. Und ich rede über Leute, die weit über 90 Jahre alt sind. Ihr werdet Leute sehen, die keine Beine haben. Sie rollen nur auf kleine, selbstgebastelte Räder, subhanallah, damit halt auf den Beinen stehen, um Allah subhanahu wa ta'ala ihren Herrn anbeten oder die gesamte Zeit über Dhikr machen. Das sind Leute, die wirklich nennenswert sind, aber das sind Leute, die niemand kennt. Und daher sei nicht arrogant und denke nicht, dass du ein besonderer Diener bist. Denn die besonderen Diener, wenn du sie suchst, so sind sie viel, viel besser als das, was wir uns an Taten vorstellen können. Und wir sagen euch von hier aus, liebe Geschwister, kommt zum Gebet und kommt zum Erfolg und kommt zu der Rechtleitung und kommt zu einer Religion, die jeden bereit ist aufzunehmen. Eine Religion, die, wenn du sie heute mit Aufrichtigkeit annimmst und morgen stirbst, dir das Paradies garantiert. Komm zu dieser Religion und sei ein Diener Allahs Azza wa Jal. Du weißt selber, du hast dich nicht selber erschaffen. Und du weißt selber, dass du niemand bist. Wenn du krank bist, dann brauchst du die Heilung von Allah. Wo ist deine Arroganz, wenn du krank bist? Wo ist deine Arroganz, wenn du schwach bist? Wo ist deine Arroganz, wenn du nicht in der Lage bist, etwas zu tun? Daher laden wir dich ein von dieser wunderschönen, gesegneten Stelle, dass du zu der Religion kommst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nur auf dieser Religion befestigen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.